Ja, hallo liebe Zuschauer und immer noch The Witcher Interessierte. Ich stelle euch dieses Video als Ergänzungstutorial zu meinem eigentlichen The Witcher 3 Tutorial vor. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens, ich habe immer noch fast, ja, um die 50 bis 60 Klicks pro Tag auf mein erstes Tutorial, was mir sagt, dass immer noch Leute nach so etwas suchen. Es gibt immer noch Leute, die The Witcher 3 nicht gespielt haben oder auf die Game of the Year Edition gewartet haben. Oder es einfach auf dem Stapel der Schande haben liegen lassen, dem riesigen Backlog. Grund Nummer 2, mittlerweile wurde viel an The Witcher 3 geändert, vor allem was Bugs und Interface betrifft, weshalb im alten Tutorial zwar nichts wirklich falsch ist, aber an der einen oder anderen Stelle eine Ergänzung notwendig wird und vor allem, weil mir immer noch ein paar Sachen aufgefallen sind, die man besser erklären könnte. Noch ein kurzer Tipp vorab, stellt unbedingt in den Gameplay bzw. Spieloptionen die Bewegungsreaktion auf Alternativ. Die Standardeinstellung ist äußerst träge, was schon zu Release-Zeiten bei vielen Spielern für Frust über die Steuerung sorgte. In einem anderen Video habe ich genau erklärt, was es mit der Bewegungsreaktion auf sich hat. Nun aber zu den Tutorial-Ergänzungen. Ein wichtiges Menü während des Kampfes ist euer Kampfmenü oder das Schnellauswahlmenü, das ihr mit LB, L2 oder der Tab-Taste öffnet, je nach eurer Plattform, auf der ihr The Witcher spielt. Drückt ihr die Taste einmalig, pausiert das Kampfgeschehen komplett und läuft nicht mehr in Zeitlupe weiter, wie es früher der Fall war. Diese Funktion wurde jedoch nicht komplett abgeschafft. Haltet ihr die Taste gedrückt, wird die Zeit nicht komplett angehalten. Außerdem gibt es jetzt einen alternativen Modus für das Kampfsystem. Zum einen könnt ihr wie gewohnt mit dem linken Stick die Menüpunkte, also Tränke, Bomben oder Items auswählen, oder aber im alternativen Modus mit dem rechten Stick. Der Vorteil dabei ist, dass ihr bevor ihr das Menü schließt, schon den linken Stick in die gewünschte Laufrichtung von Geralt bewegen könnt, ohne dass ihr euer Zeichen wechselt bzw. vielleicht das falsche auswählt. Es fordert zwar etwas Zeit, sich umzugewöhnen, geht aber mit dem rechten Stick später genauso gut von der Hand. Im Auswahlmenü selbst könnt ihr in aller Ruhe euren nächsten Angriff planen, Tränke konsumieren, Zeichen und eure Bomben auswählen. Wird ein Kampf hektisch, wechselt einfach in das Menü und nehmt dort eure Tränke ein, bzw. belegt eure Zweitbelegung der Tränke schon einmal um. Seid ihr nun vorbereitet, geht es ans Eingemachte. Gruppen von Gegnern bekämpft ihr am besten, indem ihr euch gut positioniert und nie umkreisen lässt. Eure Angriffe müssen sehr gut abgepasst sein und ihr solltet lieber einmal weniger angreifen, als dafür gleich zwei oder mehr Treffer von mehreren Gegnern einzustecken, was auf dem Schwierigkeitsgrad Todesmarsch schon euer Ende bedeuten kann. Hier weicht ihr je nach Situation entweder mit der Rolle aus oder mit dem Ausfallschritt. Die Rolle hat den Vorteil, dass ihr große Distanzen schnell überwinden könnt, den Nachteil, dass ihr Ausdauer verbraucht. Schnelle kleine Ausfallschritte hintereinander können denselben Vorteil haben, aber ohne Ausdauer zu verbrauchen. Manche Gegner haben jedoch eine hohe Reichweite oder bestimmte Angriffe, die einem trotzdem erwischen können. Eine andere Methode ist das Sprinten. Hierzu haltet ihr die Rollentaste bzw. Sprinttaste gedrückt. Auch das verbraucht Ausdauer, aber so kommt ihr noch schneller an entfernte Bogenschützen oder Gespenster, die weit entfernt auftauchen. Einige Bossgegner, vor allem in der Blood and Wine Erweiterung, haben auch Attacken, die ein ultra gutes Timing beim Ausweichen erfordern, aber mit Sprinten zu 99% sicher ausgewichen werden können. Außerdem kann Geralt auch direkt aus dem Sprinten wieder angreifen, ohne dass euch dort Nachteile entstehen. Solltet ihr gegen einen einzelnen Gegner kämpfen, empfiehlt es sich, diesen mit X auf der Tastatur oder R3, also den Druck auf den rechten Stick, zu fokussieren. Dadurch verliert Geralt ihn nie aus dem Blick, es sei denn, der Gegner kann sich unsichtbar machen oder seine Gestalt ändern. Das Fokussieren hat auch den Vorteil, dass die Kamera immer in derselben Position bleibt. Eine Ausweichrolle mit dem Stick nach rechts gedrückt ist immer eine Rolle nach rechts und nicht nach hinten oder vorne oder sonst wohin, je nachdem wie die Kamera halt gerade steht. Verschiedene Gegner könnt ihr mit der Bewegung des rechten Sticks in Gegnerrichtung aufschalten und mit erneutem Druck komplett abwählen. Als nächstes möchte ich auf das Content eingehen, was hin und wieder für Fragen sorgte. Kämpft Geralt gegen Menschen, gibt es keinen direkten Konterangriff, sondern ihr öffnet lediglich die Deckung des Gegners, was vor allem bei Schildträgern zu empfehlen ist. Dazu drückt ihr kurz bevor der gegnerische Schlag euch trifft eure Blockentaste, LT, L2 oder die rechte Maustaste, je nachdem auf welcher Plattform ihr wieder spielt. Ihr könnt die Taste auch gedrückt halten, wenn das Timing stimmt, kontert ihr trotzdem. Für den Fall, dass ihr jedoch zu früh drückt, haltet ihr dann wenigstens die Deckung aufrecht.
Dadurch bekommt ihr zwar keine Kontermöglichkeit, aber immerhin pariert ihr noch den Schlag. Bei kleineren Monstern wie Neckern oder Ertrunkenen führt Geralt automatisch einen kleinen und schnellen Gegenangriff aus, der Schaden verursacht. Wie bei menschlichen Gegnern gibt es auch hier starke Attacken, die euch betäuben können und nicht gekontert werden. Bei großen Gegnern wie Trollen, Elementaren oder Golems oder alles andere, was nach viel Masse und Schaden aussieht, solltet ihr euch auf das Ausweichen beschränken. Auf höheren Schwierigkeitsgraden, vor allem auf Todesmarsch, ist es wichtig, eine hohe Vitalität zu haben. Denn hin und wieder kämpft ihr auf sehr engem Raum und dass ihr getroffen werdet, ist fast unvermeidbar. Vor allem, wenn Gegner Angriffskombinationen starten, deren Beginn ihr verpasst habt zu blocken oder auszuweichen. Daher empfiehlt sich zum Beispiel der Skill für zusätzliche 500 Trefferpunkte, sowie der Trank für 300 zusätzliche Trefferpunkte. Außerdem der Skill Gourmet mit dem Nahrungsmittel nun ganze 20 Minuten wirken statt 5 oder 10 Sekunden. So habt ihr fast permanent einen Heilungseffekt, der auch im Kampf gilt und vor allem spart ihr auch einiges am Essen, müsst wesentlich weniger verbrauchen und weniger oft ins Menü. Auch solltet ihr überlegen, nicht vielleicht auf schwere Rüstungen zu wechseln und das Ausdauerregenerationsdefizit mit einem entsprechenden Trank auszugleichen. Als nächstes möchte ich über kritische Effekte bzw. Zustände sprechen. Diese spielen auf Todesmarsch eine große Rolle und ihr solltet euer gesamtes Repertoire nutzen. Blutungen alleine besiegen noch keinen Gegner. Kombiniert aber mit Gift, Brennen und weiteren Angriffen von euch könnt ihr so schnell Kämpfe entscheiden, selbst wenn euch die rohe Power bzw. der Damage per Second fehlt. Für Giftschaden eignet sich Devil's Puffball, auf Deutsch Teufelsbovist. Für Brand Dancing Star, tanzender Stern, oder Dragon's Dream, Drachentraum. Beachtet, dass Dancing Star erst entzündet werden muss. Ein Trick ist, erst einen Gegner mit Igni zu entzünden und dann die Bombe auf ihn zu werfen. Und für Blutung eure Armbrust oder mit Glyphen verzierte Schwerter zu nutzen. Hier ist es wichtig, schnelle Angriffe vorzuziehen, da ihr so öfter eure Chance auf die kritischen Effekte abfragt, als bei langsameren und schweren Angriffen. Bedenkt, dass Effekte von Bomben auch euch schaden. Giftiges Gas schadet euch ebenso wie Demeritium-Bomben, die magische Fähigkeiten der Gegner blockieren. Diese blockieren nämlich auch eure Zeichen. Meditiert nach einem Kampf, um eure Verbrauchsgegenstände wieder aufzufüllen, um auf alles gefasst zu sein, was danach kommt. Alkohol, Fett und Pulver, also die Grundsubstanzen für eure Tränke, findet man zu genügen. Eben sprach ich schon von der Armbrust. Das Konzept ist, dass man damit keinen nennenswerten Schaden verursacht und auch keine Spielmechaniken ausnutzt, um zum Beispiel von erhöhten Positionen Gegner zu besiegen. Hexer benutzen Schwerter und das Kampfsystem soll den Fokus dort behalten. Eure Armbrust ist jedoch in speziellen Bereichen nützlich, um zum Beispiel fliegende Gegner vom Himmel zu holen, Angriffe eures Gegners zu unterbrechen oder um kritische Effekte wie Blutungen oder Vergiftungen hervorzurufen. Nennenswert wird der rohe Schaden erst mittels Mutationen eurer Mutagene, die ihr aber auch erst in der Blood-and-Wine-Erweiterung freischaltet. Zum Schluss noch ein Wort zu den Zeichen. Generell lohnt es sich, Quen zu aktivieren, wann immer ihr könnt. Bedenkt aber, dass während der Aufladung eurer Ausdauer dann andere Zeichen nicht zur Verfügung stehen. So nutzt euch Quen nichts, wenn ihr keine Irden zaubern könnt, um zum Beispiel Mittagserscheinungen in der materiellen Welt zu binden. Oft zögert ihr dann nur den Kampf heraus, ohne wirklich etwas auszurichten. Sorgt also dafür, dass ihr euren Quen-Schutz nicht verliert, während ihr euch erholt, um das nächste Zeichen wirken zu können. Geht lieber auf Abstand, wenn möglich. Sollte euch das Muster des Gegners sehr vertraut sein, könnt ihr komplett auf Quen verzichten, um so den Kampf schneller zu beenden. Solltet ihr gegen einen einzelnen Gegner kämpfen und diesen betäuben, zum Beispiel durch Verbrennungen, Art oder Axi, wartet einen Moment, bevor ihr angreift. Jeder Angriff holt euren Gegner sofort aus der Betäubung. Wartet ihr, könnt ihr schon mal wieder etwas Ausdauer regenerieren und greift dann mit einem starken Angriff an, vielleicht gefolgt von einem schnellen. Verzichtet auf Axi, wenn ihr mit NPCs gegen andere Gegner kämpft, denn die Betäubung wird, wie bereits erwähnt, durch jeden Schlag ausgelöst, auch von euren Kompagnons, ohne dass ihr wirklich etwas davon hattet. Das war's. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Sachen verständlicher machen konnte und dass ihr weiterhin Spaß habt mit The Witcher 3 Wild Hunt.